So Leute, da sind wir wieder bei Yu-Gi-Oh! Und ich würde sagen, probieren wir es nochmal. Ich habe ein bisschen was an dem Deck herumgetüftelt und gebastelt. Nicht viel. Ich habe die fliegenden Morgengras drin mittlerweile. Und eigentlich nichts. Doch, ich habe ein zweites Stufenbeschränkungsgebiet B drin. So, erstmal die Verteidigung ausbauen. Das ist natürlich ein bisschen doof, aber. Okay, Schwersturm, ich lasse auch Verteidigungsmodus. Das bedeutet nichts Gutes, wenn er einen Verteidigungsmodus setzt. Das könnte nämlich bedeuten, dass jetzt gleich schon der weiße Drache kommt. Das Ding ist genauso nervig und böse. Ich möchte gerne einen gebieterischen Ritter beschwören. Und jetzt wird er seine letzte Handkarte abwerfen, um Ritter zu zerstören. Dann wird er da wahrscheinlich eine Spiegelkraft liegen haben. Und habe ich recht? Nein, habe ich nicht. Ja, wunderbar. Also, das war natürlich von Anfang an absehbar, dass da keine Spiegelkraft lag. Also, wie konnte ich nur sowas denken? Oh ja, alles in allem ist nicht viel passiert. Ich habe mich endlich mal aufgerappelt, etwas aufzunehmen und fick dich, Drecksspiel. Das ist saufies, was du da gerade tust. Aber zum Glück bin ich noch safe. Also, ich habe mich mal aufgerappelt, mal aufzunehmen. Immerhin schon mal was. Das ist schon mal gut, das ist schon mal viel wert. Das ist mehr, wie ich sonst mal geschafft habe. Ja. Ich habe sogar ein Let's Build aufgenommen. Es dürfte sogar hier vor oben sein. Weil ich erst das Let's Build hochladen will. Und dann das hier. Bioshock habe ich immer noch nicht geschafft. Denn für Bioshock will ich alles so perfekt wie möglich haben. Wenn ihr versteht, was ich meine. So. Oh, das muss so richtig perfekt sein. Da bin ich total eigen und fick dich. Ernsthaft. Das ist nicht cool, was du da tust. So. Der bringt mich gerade echt in agro Bedulie. Ich bräuchte mal... so langsam irgendwas, damit ich vor Angriffen geschützt sein kann und gleichzeitig sein komisches Ding dazu stellen kann. Schlecht. Die hätte er mir nicht nehmen dürfen. Ja. Ich möchte dich. Dann wird er gleich eine Handkarte werfen und Pyro sagen. Oh mein Gott, ich kann praktisch schon aufgehen, weil die Sterne irgendwie... Das ist verdammt cool. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So, warte, jetzt muss ich mir das mal genau durchlesen. Solange sich eine andere Monster auf der Schwere kann, deine Gegner diese Karte nicht als Angriff zählen. Okay. Und der sagt, die Angriffen werden gemeldet von Typ Pyro. Ist der Typ Pyro? Er ist Feuer. Ob das zählt? Ich probiere es jetzt aus und wenn nicht, dann halt nicht. Dann habe ich halt Pech gehabt. Badabä. Oh, verdammt.
Die hat 1,8 Verteidigungspunkte. Ich dachte, die hat 1000. Da habe ich die gerade verwechselt. Mist. Naja, man kann nicht alles perfekt machen. Sollen jetzt Sachen machen, ob der jetzt noch jemand angreifen kann? Kann er also. Das ist schlecht. Ich habe fast schon keine Chance mehr. Das wiederum bringt mir wieder Chancen ein. Ja, das ist mir jetzt wurscht. Weil die beiden Karten in Kombination sind gegen dieses Deck praktisch der pure Tor. Hoffe ich doch mal. So. Uff. Jetzt muss ich nur ein paar Runden durchhalten. Du hast 4 Sterne, Verteidigungsmodus. Zack! Du hast 3 Sterne, 1 Stern interessiert mich aber nicht, weil du kannst nicht angreifen. So, und eine Bewegungskanone. Perfekt! Perfekt, perfekt. End of the phase. Ne? Scusi, scusi. der kann angreifen, hat nur 1000. Ja, perfekt. Da darf jetzt nur halt nichts kommen zum Zerstören. Der wird zerstört, verdammt. Du kriegst trotzdem Lebenspunkte, du verlierst trotzdem Lebenspunkte, da kommt trotzdem eine Marke drauf. Sag ich doch, Nummer 1. Immerhin schon mal. So. Ja, die Virus sind halt fies. Und das Deck ist auch extremst gut aufgebaut in der Hinsicht. Das ist auf jeden Fall kein schwaches Deck. Das ist ganz klar. Und ich werde einen Teufelton dich aktivieren. Standby-Face. So. An für sich eigentlich extremst geil, wenn man sich das mal so vorstellt. Aber es läuft halt bisher extremst gut. Und das finde ich halt das Positive. Aber ich glaube, da wird sich jeder freuen. So. Und ich behalte dich auch auf der Hand. Dritte Marke. Alles klar. Endphase. Nächste Runde müsste er down gehen. Und? Hoffentlich. Bitte sag mir, dass er down geht. Ach, das ist mir wurscht. Den kann ich noch nicht aktivieren. Ja, komm, mach schneller. Zack, 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 zack. Nummer 4. Und bada bam. Win! Win-Win-Funktion. Ah, nice one. Mal gucken, ob wir das hier auch direkt machen können. Beschränkung nicht. Haben wir diese Kartenliste überhaupt? Option. Verbotene Liste da. Sagst du? Schwarzes Loch muss raus. Ja, okay, schwarzes Loch muss raus. Dafür können die Verräter Schwerter oder Tropf der Gier wieder rein. Das finde ich extremst gut. Alles klar.
ich weiß. Ich muss schwarzes Loch rausnehmen. So, und dafür kann ich... Den Verrätschmidt habe ich schon drin. Auf der Gier auch. Ja, verdammt. Dann packe ich noch ein Entkräftigungsschild rein. Unter E wie Entkräftigungsschild. Moment. Spieltaste. Ich versuche gerade diesen beschissenen Ton zu überspringen, weil es tut echt in den Ohren weh. Ich hoffe mal, ich habe die Lautstärke einigermaßen gut hingekriegt, dass ihr das nicht... L, M, N? Dass ihr das nicht überhaupt nicht so überhaupt mitkriegt. Entkräftigungsschild. Nehmen wir von dir noch eins rein. So. Herausforderung. Limitierte Duell. Aber bevor wir damit anfangen, gucke ich jetzt, ob ich meine Soundeinstellung richtig gemacht habe. Bis gleich. Jo, passt alles. Probieren wir es. Rotäugiger schwarzer Drache ist unser Gegner in diesem Duell. Und wir werden jetzt mal schauen, wie wir ihm auf die Schnauze hauen können. So. Ficken. Was soll ich denn mit der Hand? Dich verdeckt. Dich verdeckt. Endface. Ich habe noch ein bisschen Angst um meine Kreatur. Wir werden sehen, ob sie berechtigt ist. Ja. Geh sterben. Bada-bam. Gut. Ziehen. Jetzt habe ich keine Angst um die Kreatur. Sollte, wird's rausgehauen, aber jetzt greife ich aber mal. Sehr ungewöhnlich mit diesem Deck. Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt. Im Normalfall greife ich mit diesem Deck nicht an. Es ist nicht darauf ausgelegt zu gewinnen, anzugreifen, nicht zu gewinnen. Zu gewinnen ist es ausgelegt. Aber man sollte nicht angreifen. Nein, 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 nicht angreifen. Dann, wie gesagt. Nein, 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 nicht angreifen. Dankeschön. So. Den Schaden zufügen, wir kriegen Lebenspunkte. Boah, ist das nicht geil. Sag doch mal einfach, Leute, ist das nicht geil. Fliegen wir mal hoch. Machen wir es mal so. Hat der was dagegen? Nein. Und Verteidigungsposition und Endphase. Es gibt uns nämlich 3 Runden Zeit, irgendwas zu ziehen, das seine Angriffe irgendwie zunichtig macht. Was machst du? Was passiert jetzt? Wow. Das sind eine Menge Handkarten. The fuck? Schön. Aktiviere ich aber erst, wenn ich wieder alles vom Feld habe. Ich vermute, er wird sobald die... Schlecht. Du bist doch drauf. Ja. Gut, dann hat er den ganzen Aufwand gemacht, um eine Karte zu zerstören. Ist jetzt nicht das Nonplusultra, muss ich ganz ehrlich sagen. Die hätte er voll aktivieren sollen. So, dann... Naja. Setze ich dich mal verkehrt rum und beende. Ist jetzt wurscht. Sollten jetzt eigentlich gleich alle aufgedeckt werden, hoffe ich mal.
damit wir ganz schön unsere Karten aktivieren können. Oh! Fantasia Studio Tipp. Sieht man den im Video? Wenn ja, tut's mir leid. Wenn nein, ignoriert es, dass ich das jemals gesagt habe. Ich habe nie etwas gesagt. Ihr werdet nichts anderes hören. Gut, keine Fallen mehr. Dies ist auch nicht schlimm. Bam, tot. Das ist zumindest mal was, was die Schlange kaputt machen kann. Die Schlange ist, glaube ich, mittlerweile auch verboten. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ich möchte zwei Stück bitte platzieren. Weil er wird auch wieder einer angreifen. Gehe ich mal zumindest stark von aus. Sag ich doch. Und das gibt Lebenspunkte ohne Ende. Und ich glaube, ihr wisst jetzt auch, warum ich genau mit diesem Deck Survival machen will. Ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, aber ich mag dieses Deck. Ich weiß nicht, ob man es vielleicht merkt oder so. Das kann ja sein, dass es so ein bisschen irgendwo rumkommt oder so. Ich mag dieses Deck sehr, ja. Das muss ich zugeben. Was macht? Moment.